Hey und hallo zu Sims 3, dem Inselparadies mit Lee Pumpkin, Maya Ocean und jetzt bin ich gleich hier hochgehopst und ja, ich wollte euch sagen, dass ich heute unheimlich viel vorhab. Ich weiß nicht, jetzt müssen wir mal gucken hier nach Lee. Lee schläft noch und ja, wie weit ist sie mit Schlafen denn? Ja, es ist noch ganz schön lange hin, es ist 17:41, ich weiß nicht, warum sie hier rumpennt, ewig und drei Tage. Ich würde dann sagen, wir haben ja noch andere Sims. So, hier steht das Spiel wieder und mal warten. So, keine Ahnung, was hat sie vor? Nichts hat sie vor. Sie hat auch keine Energie, sie hat wenig Bewässerung und ein bisschen Hunger. Ist natürlich nicht zufriedenstellend und so, und ich würde sagen, also jetzt wollen wir ja mit den Sims auf Reisen gehen, denn hier ist Winterzeit und es ist noch, wie lange haben wir noch? Ein Tag. Ah, Chandelle hat irgendwie Tauchen erreicht und so weiter und kann jetzt am Felsenriff tauchen. Ganz toll, wir sind nicht am Felsenriff, wir sind schon am höchsten Level. Da taucht auch einer. Wer ist das? Harley. Und hier haben wir nur Aquaschlitten. Die können wir leider nicht. Chandelle geht nach Hause. Chandelle konnte hier gar nicht tauchen. Okay, umsonst. Ja, also den Winter finde ich einfach viel zu blöd und deswegen. Fliegt mich mal ein bisschen verziehen hier irgendwie in die Sonne oder so. Müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Jetzt hatten wir bloß hier Lean Strich durch die Rechnung gemacht. Dein Telefon klingelt. Los, T555 klingelt das Telefon und hier hingehen. Ich will eigentlich nur rangehen. Komm, wir wollen mal gucken. Hallo. Wir haben auch dich auf der Party vermisst. Naja, ist nicht ganz so. Aufs Fenster gucken, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist zumindest das Fenster, was oberhalb der Küche ist. Achso, er guckt da oben raus. So, ich mache mich mal auf Alfie und mal kicken. Können wir uns ja vielleicht ein bisschen mit Bonehilda unterhalten. Können wir auch gar nicht. Die Bots können nicht mit Bonehilda reden. Finde ich ein bisschen schade, aber Akkuleistung, Wartung und so. Okay, dann könnt ihr euch gegenseitig tunen und vertreiben uns damit noch ein bisschen die Zeit. Und ich schicke dann auch Maya nochmal ins Bett irgendwie. Denn ich möchte, dass sie dann wirklich alle wach sind, alle munter sind. Okay, mal bei Lee dauert es auch noch einen Moment. Und da passt es auch. So, wie gesagt, die Bots. Was macht er? Tuning erhalten. Okay, genauso haben wir es gesagt. Hat's geklappt? Hat geklappt. So, okay, wobei das nicht sehr ergiebig ist, wenn die sich hier gegenseitig Tuning geben und keine Ahnung. Okay, du gibst ihm mal jetzt ein Tuning und dann hast du da mehr Ahnung von? Bonhilda liest ein Buch. So, okay, jetzt haben wir die auch nochmal hier drin. Wieder aufladen und den T55 hoch und dann sehen wir uns wieder, wenn alle wach sind. So, Lee ist inzwischen aufgestanden, aber Lee fehlt irgendwie sozial. Ich habe keine Ahnung. Kann sie auch irgendwen anrufen? Probieren wir. Na klar, sie kann zumindest mit Carolina. Los, ruf sie mal an. Plauder mit ihr und dann kannst du irgendwie sehen. Ich finde auch ein bisschen blöd, dass du jetzt hier dich am Computer fertig sitzt. Hier Reste essen. Ich glaube, du hast Hunger.
Frühlingsrollen, das ist urlaubsgemäß und mal gucken, was wir denn. Genau, und das Klo musst du nämlich auch. So, da haben wir nämlich schon ihn absolviert hier. Zack. Jo, wenn das Bild nicht stehen würde, dann würden wir sehen, wie es weiterläuft und dann. Schön finde ich, dass Brunhilda hier in den Spiegel guckt. Brunhilda wird die Einzige sein, die nicht mit in den Urlaub fährt. Die passen. Ach so, eigentlich hätten wir das Haus. Das Hausboot noch irgendwie. In den Hafen fahren können, meinte ich. Zum Beispiel hier. So, Hausboot an diesen Hafen andocken. Gut, wird wahrscheinlich Ewigkeiten dauern und mal gucken. Wo ist er denn? Natürlich telefoniert sie, kriegt sie so. Sie kriegt ja richtig volle Pulle sozial hier, muss ich mal sagen. Was machen die denn? Das ist ja süß. Die Bots sind hier ja unterwegs hier und jeder macht irgendwas anderes. Wo ist denn Alfie hin unterwegs? Achso, ihr geht runter zum Radio oder sie. Einschalten. Und T55. Kocht Essen. Lecker. Oh Gott. Jetzt ist die Erwartung auch okay und ebenfalls so wieder nicht. Achso, er kann keine Wartung. Sie kann das schon. Ist ja gar nicht so einfach. So, Brunhilda hat ihren Job getan und macht sich ab. Jetzt. Er kann richtig toll kochen, aber was nutzt das, wenn der Kühlschrank so voll ist, dass wir das Zeug einfach nicht essen können? Gut, wir bräuchten eine achtköpfige Familie, dann würden wir das alles essen. Lee? Irgendwie bin ich der Meinung, dass sie fast nicht aufgegessen hat, aber... Okay. Warum kriege ich das Essen nicht gezogen? Ach, weil sie noch mal essen geht. Oder nicht? Gucken? Nö. Jetzt hast du hier meine Kamera, das habe ich gar nicht gemacht. Okay, okay. Also im Moment ist hier alles durcheinander und mal kicken. Gut, wir sehen uns dann wieder, wenn wir am Hafen angekommen sind. So, Lee ist schon beim Anlegen und das passt mir ganz gut. Es ist auch 7 Uhr 35. Ja, wir werden nochmal Einnahmen abholen hier. Nur 229.000 hier auch. Irgendwie klickt's nicht. Ja, wieso auch? Wieso sollte auch? Okay. Klingong, das war ein bisschen weniger. Und jetzt hört es schon wieder auf. Und jetzt wollen wir nämlich mal sehen, dass wir irgendwie mal an Lee rankommen, dass sie. Guck, die waren gerade essen und allen so ein Scheiß. Jetzt. Naja, weiß ich, das kann man auch im Urlaub machen. Was ist das jetzt? Okay, müssen wir aber alle haben. 5.399.000 und so weiter. Wo ist denn Lee? Auf dem Weg ins Bett. Nee, jetzt lasse ich die nicht nochmal schlafen, sehe ich gar nicht ein. Und jetzt, liebe Leute, wollen wir erstmal richtig rum ausprobieren, wie man eigentlich reist. Wir wollen nach Ägypten, das hat sich Crazy Cookie gewünscht und dann machen wir das auch und mal gucken, wie es geht. Ich glaube, hier irgendwie am Telefon kann man reisen und dann... Achso, wie ist das eigentlich? Muss sie eigentlich Urlaub nehmen? Kann sie Urlaub nehmen?
Rettungsschwimmer und so weiter. Sie hat frei heute. Aufgaben, wie ist das? Kann ich das? Nee, keine Ahnung. Was ist mit der Zeit? Bleibt die Zeit stehen? Hier im Inselparadies oder was passiert da? Das würde mich interessieren. Nehmen die Ressorts weiter Geld ein oder ist es wie, wenn wir in die Zukunft reisen, dass dann in der Gegenwart alles stehen bleibt? Wir werden es rausfinden und jetzt Immobilienreiseservice. Reisen und dann sind wir erstmal weg von den vielen Inseln und Wellen und Wasser und dann müsste auch das Spiel wieder glatter laufen, schätze ich mal. Jo, Subjek, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, Xing, Damblam. Ah, hier ist Ägypten, Al-Simara und das ist hier sowas wie Frankreich. Camp Le Sims. Wir reisen natürlich mit allen. So, Al-Simara in Ägypten ist das perfekte Reiseziel für Entdecker, Abenteuer und Archäologen. Wer an diesen altehrwürdigen Ort kommt, kann sich die Zeit mit Erkunden von Grüften und Schatzsuchen in solchen alten Gemäuern wie den großen Pyramiden oder dem Tempel von Hatshepsut vertreiben. Reisebegleitung, 3 Tage, 5 Tage. Okay, wie ist es? Reiselänge wählen. Für Ausflüge, die länger als 3 Tage dauern, wird ein höheres Visumlevel benötigt. Visumlevel 0. Wie kann ich das? Wie geht das? So, wir fahren mit allen. Ach so rum. Okay, ich muss noch jeden einzelnen anklicken. Und dieses Visumlevel, keine Ahnung. Dein Visumlevel ist noch nicht hoch genug, um... Ach so, ich fahre da hin und erhalte dann da dieses Visumlevel, ist klar. Okay, 3 Tage. Ja, geht nicht anders. Machen wir es so. Jo, die arme Brunhilda bleibt hier und deswegen habe ich das Haus hier an. Warnung, was bestreitet einer dieser Sims derzeit eine Gelegenheit bezüglich der Veränderung der Zukunft? Wird diese abgebrochen? Ja, ist wichtig. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Juhu, verreisen! Ach, guck mal, sind die süß. Wo geht's denn eigentlich hin hier? Mal kicken. Schwupp, angekommen, willkommen. Was? Story Progression Mod? Es scheint, dass du den Mod in dieser Stadt zum ersten Mal verändert und, ja, und so weiter und so fort. Du scheinst die Lebensdauer verändert zu haben und so weiter. Haben wir auch, weiß ich ganz genau. Achtung, Flauschius Lama Maya Ocean. Eine Störung im Raum-Zeit-Kontinuum könnte Auswirkungen auf eine
erfahren haben, begib dich in die Zukunft, um herauszufinden. Ja, nee, das machen wir jetzt nicht. Was da sich vollzogen hat und so weiter. T4 5 hat jedes Rezept gelernt, um die Fähigkeiten der Herausforderung Kochkenne abzuschließen. Und so weiter. Gut, auch nicht so wichtig. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen klarkommen, alle miteinander. Und also ich fange hier mal mit den Insekten an. Das ist ein bisschen wie bei Sims 4, ne? So, die fangen wir erstmal. Und dann. Inzwischen geht die Maya, ehe sie hier rumquatscht. Wirf einen Blick auf die Abenteuertafel. So, und Alfie redet mal hier mit dem Ranger. Der muss mal anhalten, der ist mir zu schnell. Kick mal jetzt heute hier ab. Begrüßt Techtelmechtel. So, freundschaftlich begrüßen. Aha, und die Maya hat sofort hier irgendwie an der Tafel. Melde dich bei Hassan Badawi. Okay, dann tun wir das. Und das hier, das ist nicht Hassan und Alfie ist dabei, jedenfalls diesen Menschen zu begrüßen. Wer ist das? Jean-Claude? Okay, wo findet diesen Hassan eigentlich? Naja, es wäre ja auch zu einfach, wenn der hier schon rumlaufen würde. Und dann wäre es doch langweilig. Sie unterhält sich mit T55. Ich sollte vielleicht da nochmal an die Tafel gucken. Eben habe ich da angeguckt. Die quatschen alle. Ah, da drüben läuft noch einer. Wer ist denn das? Jetzt machen wir Stopp hier. Die rennen hier alle rum, wie verrückt. Rui Rixin, eine Forscherin ist hier. Und das hier? Was ist er? Ein Forscher. Los, und Maya kann mal die hier ansprechen. Freundschaftlich begrüßen. Und was hat die für ein Zeichen da vorne? Sie kann sie nicht ab. Ja, dazu muss natürlich das Spiel irgendwie weitergehen. So, bitteschön. Auslandsgeschäfte? Mhm. Können die denn hier auch schlafen? Baby machen, entspannt schlafen und so weiter. Bettverhältnisse einstellen. Okay, dann würde ich jetzt aber nicht das Zelt nehmen mit hier außen. Wie viel passen da eigentlich drin? Ich würde mal sagen, ist Maya irrt und... Warte mal, hier ist schon wieder ein anderer. Wir müssen ja den Typen noch suchen. Der Drumgerinne ist einfach zu viel. Nee. René de Gaulle ist Gaulle und nochmal kicken. Das sind immer dieselben hier. Das ist doch völlig blöd. Irgendwie bin ich hier ein bisschen verwirrt. Wo können wir denn hier noch hinfahren? Was ist denn hier noch für eine Welt? Ah. Sprich Hassan um diese Teil der Gelegenheit und so weiter und so fort. Jetzt mal heute mal das Gegner hier ruf. Hallo. So, kontaktieren und dann machen wir das mal so. Und hier ist nämlich Hassan und da brauchen wir nicht lange suchen. Müssen wir irgendwie eine Gruppe bilden. Mit Maya rennen wir darüber. Maya fährt Roller. Das ist cool. Guck mal, die weiß genau, wo der wohnt. Sprich Hassan, um diesen Teil der Gelegenheit abzuschließen. Okay, ja gut. Hier ist er. Kontaktieren ist hier immer noch. Also, ich glaube, sprechen müssen wir mit dem selber. Okay. Betritt die Gruft der Entdeckung und finde die fehlenden Papiere und bringe sie Hassan, um Visumpunkte zu erhalten. Kriegt dann nur Maya die Visumpunkte oder kriegen alle die Visumpunkte? Maya hat 10 Visumpunkte erhalten. Das ist ja doof. Ja, okay. Dann hier drüben müssen wir dann hin.
Hier, dann brauchen wir mit ihm weiter ja nicht quatschen und mit wem unterhältst du dich? Mit Ruichi. Alles klar, und wie hol ich jetzt hier Maya? Quatsch, und wie hol ich jetzt Lee hierher? So, das Nachhausezeichen haben sie auch nicht. Doch, sie hattet. Okay, dann gehen wir zurück und hier übrigens wohnt Hassan. Total schön, das müssen wir wirklich mal sehen, dass ich mit allen Besonderheiten handle. Gut, also ich muss hier noch richtig viel lernen, weil ich das noch überhaupt nicht so richtig gesehen habe und kapiert habe. Aber warum nicht? Der Roller ist schon cool. Okay, ich muss mit Lee eine Gruppe gründen und Merkmalchips und so weiter. Ich gründe mit allen meine Gruppe und Alfie hat dieses Gerät ausgepackt. Telefon. Das Lee. Los, geh mal ran. Ich würde gerne etwas unternehmen. Was, wie, was? Na klar, unternehmen wir es. Was? Mena Lufti möchte plaudern. Hat Lee Pumpkin Luft zu reden? Klar, sie Luft. Gut. Möchte gerne etwas unternehmen. Wir könnten ja einen Film sehen oder so. Wo willst du denn hier einen Film sehen? Ich würde hier gerne in die Gruft gehen irgendwie. Okay. Hat sie jetzt mit einer Gruppe gebildet? Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie so geklappt hat, weil das sieht man ja nicht. Bei Sims 3. Und insofern würde ich sagen, wir haben hier noch ein bisschen was zu erledigen. Ägypten, bla, irgendwo. Dein Sim bestreitet momentan kein Abenteuer in Ägypten. Sieh auf der Abenteuertafel des Basecamps. Na, haben wir nicht diese Herausforderung angenommen? Ich dachte, wir haben das angenommen. Wirf mal einen Blick auf die Tafel. Macht das mal. So, aber ich würde sagen, weiter geht's beim nächsten Mal. Und ich freue mich, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst es gut gehen. Tschüss.